Also. Ich mag nicht Driften. Das ist das erste Driften. Ja, ja. Ja, Drift ging überhaupt nicht. Aber läuft echt flüssig hier. Muss man sagen hier. Einmal machen wir es noch, aber dann, ich muss sagen, nee, also ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich viele Sachen gemacht, wo wir keinen Spaß gemacht haben. Das mache ich im Stream nicht mehr, sowas. Da habe ich jetzt gelernt, die letzten 40 Stream Games. Aber wenn es mir keinen Spaß macht, macht es euch auch keinen Spaß. Und das, da gehört Drift definitiv dazu. Ja, nee, wenn es nur so wert ist, Atronk. Ich nehme es halt nur nicht mehr ernst, weißt. Ausrasten tue ich nicht wegen sowas. Das ist ja. Ich weiß, dass ich da einfach das nicht will, deswegen mag ich es noch nicht. Nö, ich ärgere mich nicht wegen dem hier. Magst du so Drift-Events und sowas, Viper? Gefällt dir sowas? Also wenn... Er hat schon wieder Hunger, sollte Ellen was zum Essen machen. Ich glaube, mit den Fahrhilfen ist doch so eine Sache mit dem Driften, oder? Was meint ihr? Ja, komm, mach mal was Gescheites. Ich hab keine Lust auf Driften, tut mir leid, aber ich mag das nicht. Das ist ein Geschiss, das ist nicht meine Welt. Rennen und sowas ist cool, aber Driften, ey, komm. Damit kann man mich jagen hier. Damit kann man mich jagen! Gibt's nicht! Also, Spielwinning, mir gefällt's, wenn du dein Popo zu einem Autohändler bringst. Du mit deinem Autohändler, Alter. Was ist denn so schlimm daran, wenn ich jetzt schon mal die ganzen Autos im Voraus teste, bevor ich sie kaufe? Hier kann man einen Dodge Dart testen, da kann man dies testen. Es gibt so viele Autos zum Testen. Muss mir das nicht für eins unbedingt festlegen hier. Hier, zur Reisetafel kann ich hin. Was du, Simon? Man kann so viele Autos testen und probieren. Sie haben ihr Ziel erreicht. Nissan. Ich weiß, er ist gar kein Autohändler, mein Freund. Hier ist Foto, hier Blitzer, hier ist, ja, Ferrari schon schwer. Bei den Autotreffen, glaube ich, ist doch hier. Wo ist denn ein Händler? Wo kann ich denn einen Händler? Also P ist meistens Autotreffen. Du hast dein Ziel kaputt gemacht, Gangs. Ja, das war ja Sinn der Sache. Da muss man ja drüber fahren, dann zählt es beim Autorennen hier. Wenn möglich, bitte wenden. Hast du gesehen den Autohändler hier, Viper?
Gibt es hier allgemein Autohändler? So. Ja, aber gut, ich bin ja noch nicht. Ich bin ja erst auf dem Weg zum Horizon Festival. Aber so Zwischenstopp. Warte mal, hier war doch sowas am Anfang. Man kann leider nicht mehr rauszoomen. Hier, glaube ich. Autosalon für Fuhrwerk. Das machen wir halt mal. Ja, von mir aus machen wir das halt. Aber schauen wir erstmal, was für Autos es gibt. Und wenn es keine gescheiten Autos gibt, dann fahren wir noch weiter, bis wir richtige freischalten können. Also ich will nicht eine R35 haben. So, jetzt sind wir hier. Und hier ist ein Auto auf der Karte. Autosalon, das klingt gut. Prima. Ah, hier. Was stellen wir heute mit deinem Auto an? Da, ach, der ist ja der X-Bow, den ich vorher erwähnt habe und verwechselt habe mit dem anderen. Da ist er ja hier. Wieso ist der empfohlen? Von welchem denn? Jawoll! Nice! Hier ist der 34er. Also hier Autos, haben wir denn da? Aber schau mal hier. Ich krieg doch so viele Autos geschenkt. Da, den wolltest du haben. 160k? Also ich bin ja, kann ich mir nicht leisten. Also ist ja zu krass hier. Geschwindigkeitshandling 8,9 hier. Vanquish, na, muss ja nicht sein. Ah, hier. Das kann mich der alles schon kaufen, oder was? Ich hab doch eh einen S4 geschenkt bekommen oder gewonnen. Den habe ich ja eh schon, aber das ist ja. Naja, das ist ein Schlachtschiff, das ist schwer zu steuern, finde ich. Ja, der ist auch nice. Ja, Skyline super. Today ist mein Lieblingsauto. Bin ich vorhin schon gefahren, aber den R35, der ist das Beste halt. Wirklich, ich bin direkt mein Lieblingsauto gefahren, sofort nach einer Stunde Spielen schon. Voll geil. Ich zoome mal auch da. Verschiedene M's, M3, 97, 91, 2008, nicht schlecht. Da, den sind wir auch schon gefahren hier. Ich scroll einfach alle durch. Ja, der ist ja, oh, 1 Million. Den bin ich ja im Test Drive, war das nicht Test Drive Unlimited gefahren mit dem? Boah, du Kacke. Schau nicht mal das an, ey. Ach du. Yeah, die neue Corvette oder was? Krass. Gibt's hier den richtigen nicht, oder? Ach, das ist ja. Boah. Deutsch. Sorry, ich habe es zu schnell gemacht hier. Ist ja alles nur noch Dodge. La Ferrari Scuderia. Enzo ist auch dabei, natürlich, muss ja sein. F50, yay. Krass. Was alles dabei ist, hey. Ob wir die alle mal besitzen werden? Hier auch der Shelby GT500. Ach. Ach so, 2013. Ich mag aber keine Muscle Cars. Die schaukeln sich zu sehr auf. Oh, hier ein Ford GT. Nichts für mich. Nichts für mich, Leute. Den sind wir eben gefahren, mit dem wollten wir driften. Da war der Ford und Gags drückt weiter. Welchen wolltest du denn nochmal? Ich hab doch gesagt, ich mag den nicht. Da, hier, den wolltest du, oder? 2015 oder was? Ja, mein Muscle Cars kannst du mich auch jagen hier. Ja, ja, habe ich schon. Habe ich gesehen. Okay, ja, waren wir schon? Wo sind wir stehen geblieben?
Schauen wir uns mal alle anschauen. Hier, das ist. Den meintest du, sagt Drunk. Den haben wir doch, sind wir doch früher auf den Feldern herumgefahren hier. Den holst du nächstes Jahr in echt geil. Wow. Was alles gibt hier. Du Scheiße, mit dem müssen wir rennen fahren hier. Kann man hier auch irgendwie sortieren? Genau, filtern. Filter. Ich möchte nämlich nach Marken sortieren. Nee, kann man nicht. Im Besitz erschwinglich. Ja, wenn ich jetzt... Achso, man kann nicht nach Marken sortieren. Eine Arwel Atom zum Mitnehmen, danke. In welche Farbe? Wahrscheinlich schwarz. Aber bitte nicht in Rot Sattrunk. Hier. Kontatsch. Ja, geil. Delta. Half Integral, ey. Wo sind wir doch schon gefahren? In. Weiß nicht, in The Crew? Was das gibt hier? Yay, was das? Local Motors Rally Fighter, den kenne ich gar nicht. Was sind das? Extreme Offroad, natürlich. Exige ist eh klar, kennt man. Yay, ist das Pendant zum Expo oder was? Yay, MC12, auch geil. Auch super. Aber teuer alles, Leute, hier. Gibt's auch den MP4? Das müsste er doch sein. Alter, alles gibt's hier. Ich wollte eigentlich zu Nissan eigentlich vor. Deswegen ist er gleich. Ist er gleich N. Yay, Evo gibt's ja auch. Geil. Wow. Super, solche Autos mag ich hier. Evo 10, Evo 8, Evo... Boah, am besten alle Evos holen hier. 90er Rally. Yay. Da ist er ja. Da ist er ja hier. Zertrunk. Aber nur die Black Edition? Und 2012er, nice. Da ist er ja, den will ich haben. Was kostet der? 100.000, okay. Ein Mensch überfahren und das ganze Auto ist dreckig. Nee, das muss jeder in der Woche eine Warteschlange. Hat mir Scheiße drauf, ey. Aber ich zeige hier nochmal weiter für euch, die sehen wollen. Okay, Delay, die 370Z. Gibt es 350 auch? Silber ist auch nice. Ja, hier. 94. Ah, okay. Auch geil. Aber wenn, dann hole ich mir den R35 gleich dann. Gibt schon einige Autos, nur schade, dass man sie nach nicht sortieren kann nach Hersteller, sondern nur nach irgendwelchen Einstufungen halt hier. Natürlich darf der nicht fehlen. Na gut, Porsche Lizenz haben sie nicht, dafür haben sie Ferrari Lizenz, aber Ruf haben sie da drin. Wow. Ey, ja, hier. Geil, noch so ein Rallye-Car. Ich bin halt sehr, ich mag halt die ganzen Rallye-Cars. Muss ich sagen. Merkt man ja vielleicht hier. Mag ich halt sehr gerne. Da bleibe ich halt immer stehen hier. Ja, cool. Ist der 11er, ist der 8er. Geil. Impresa, Impreza. Alle geil, alle geil. Oh, ja, der Tesla ist auch dabei. Das ist doch das Dingfahrzeug. Energy, Dingsbums, wie nennt man das? Das kostet null. Wie null oder was?